hrali docela dobre, mali sme dobrý začiatok. Druhú štvrtinu sme hrali vyrovnanie, aj tretiu, ale štvrtú sme nepremieniali trojkové strely ani normálne strely. A tak sa to potom nakoniec zvrtlo. Ja tiež si myslím, že začali sme trošku tak, jak sme vystúpili z auta, tak laxnejšie, ale potom sa naša hra zlepšila. A hrali sme dobrú obranu, mali sme dobré zakončenia z rýchlych protiútokov. Ku koncu sme mali problémy s faulami, škoda zbytočných technických chýb a umyselných faulov. Myslím si, že to nás stalo zápas. V závere sa od nás odklonilo šťastie a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Also es war auf jeden Fall erstmal ein guter Auftakt in dieses Turnier. Ja, wir waren alle noch sehr müde von dieser langen Fahrt und wir sind von Anfang an, haben wir schnell gespielt, haben gut verteidigt, sodass sie schlechte Würfe nehmen mussten und am Ende hat es dann halt für den Sieg gereicht. Ja, was mich jetzt wirklich auch gefreut hat, ist, dass wir, wie hat es gerade gesagt, nach der langen Fahrt schon auch ist man dann doch irgendwie so ein bisschen mit schweren Beinen und wir haben das geschafft, so über uns selbst ein Stück weit hinwegzukommen und mit viel, viel Energie und viel Einsatz in der Verteidigung den Gegner ganz oft zu Fehlern gezwungen. Es waren, glaube ich, 4, 5 Mal, dass sie ganz spät in der Schussuhr dann werfen mussten gegen viel Druck und vor allen Dingen dann auch noch nach vorne mit viel Tempo zu gehen. Das ist von der Intensität her das, was wir uns vorstellen. Da hat die Mannschaft jetzt gezeigt, ja, trotz eben nochmal dieser 5 Stunden im Auto, dass sie mit großen Bildern agiert hat und damit im Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Und darauf, denke ich, können wir stolz sein, dass es am Ende zum Sieg gereicht hat. Ist natürlich dann ein bisschen das i-Tüpfelchen.